Guten Tag Leute, und was macht man eigentlich mit einem Spiel, das von unendlicher Leere, unendlich vielen Ladebildschirmen durchzogen ist, wovon die Fans, sagen wir mal, nicht ganz so begeistert sind? Ja, man man monetarisiert es zumindest, wenn man Bethesda ist. Ja, Bethesda und seine alte Geschichte mit dem goldenen Pferderüstungen. Ich glaube, sie suchen einfach wirklich nach dieser Pferderüstung. Und diesmal hat es auch Starfield erwischt. Gehen wir erstmal auf Starfield ein bisschen ein. Und zwar kann man bei Starfield sagen, dass das Spiel von der Presse an sich ganz gut angenommen worden ist. Auch recht gut bewertet ist auf Metacritic bei 80 so rum. Aber eben von den Fans nicht. Warum? Weil die angeblichen tausenden Planeten natürlich von Leere durchzogen sind und nicht sehr viele wirklich bewohnt sind. Das ist schon mal ein Problem an sich. Ganz lustig ist tatsächlich, dass sie Reviews auf Steam dann auch noch kommentiert haben, von wegen, hey, du hast aber noch gar nicht alles gesehen, auch wenn du jetzt deine Meinung schon nach 60 Stunden hast, guck doch jetzt nochmal in das neue Spiel hinein, denn dann wird es viel besser, also New Game Plus, denn dann öffnet sich einmal die andere Welt. Also, dass sie tatsächlich auch sich herablassen, solche Kommentare auf ein Spiel zu geben, so zum Beispiel hier, wo sie halt so etwas schreiben wie, ja okay, du sagst, die Ladebildschirme sind mir zu lästig, aber ganz ehrlich, das sind auch viele Daten, die hier vorverarbeitet werden und das dauert nur unter 3 Sekunden, also bitte, ich glaube, da kann man schon drüber hinwegsehen. Oder du wirst hier hunderte Stunden finden, du musst einfach nur mal ein bisschen suchen, immer einen neuen Charakter erstellen, dann wird das ein ganz anderes Spiel und dann kannst du doch mal ein paar andere Skillpunkte benutzen oder du kannst ja auch einfach mal sagen, hier den New Game Plus zu benutzen. Das wird dich immer weiter und weiter unterhalten. Also glaub mir, denn ich bin ein Entwickler und ich sag dir das auch. So etwas halt ein Steam Review zu machen, ich glaube, das habe ich auch selten gesehen. Ich meine, bei kleineren Studios, aber wie kommt man darauf und wie denkt man, dass das eine gute PR-Idee ist? Und statt, dass man jetzt sagt, in diesen, ich glaube, 9, 10 Monaten, wie das Spiel raus ist, sagen wir einfach mal ein Jahr, mal die Probleme anzugehen, auf die Fans zu hören und wirklich mal Fortschritt zu bringen, was zu reparieren, geht man lieber wieder den Weg, den Bethesda halt so oft geht. Doch bevor wir darauf eingehen, können wir erstmal die Resultate schon sehen. Tatsächlich sieht man, dass Review-Bombing bei Steam ist schon mal losgegangen. Es sind nicht sehr viele Reviews, das liegt halt daran, was Starfield generell, in meinen Augen, schon lange wieder versunken ist, hinter allen anderen Spielen, die schon vorher von Bethesda rausgekommen sind, wie halt Skyrim Fallout 4. Das merkt man auch sehr gut bei Twitch-Streamern, bei YouTube-Kanälen, also gerade im englischsprachigen Raum, alle, die da wirklich ihre Existenz auf aufbauen, haben nicht jetzt zu Starfield gewechselt, sondern sind weiterhin bei Skyrim geblieben, weiterhin bei Fallout 4 und sind sich eigentlich relativ einig, zumindest soweit ich das erkennen kann, dass dieses Spiel nicht das Potenzial hat, so ein Klassiker zu werden, wie eben diese genannten Spiele. Was schon an sich ein Problem ist, das sieht man daran, dass 1900 hier im Review-Bombing gestartet haben, was aber auch darauf hinweist, dass es eh schon nicht mehr viele Fans gibt und man dann natürlich ein echtes Problem hat, wenn man dieses Review-Bombing durch seine Aktionen, wie eben diese Einführung des Creation Kits, hervorruft. Ob Review-Bombing jetzt gut ist oder nicht, da kann man natürlich darüber diskutieren, weiß ich nicht, ist halt so eine Sache. Es zeigt aber ganz klar schon vorher auch, dass das Spiel mit Mixed Reviews nicht gerade super angekommen ist und jetzt halt wirklich auch von den letzten Fans nochmal richtig schön runtergemacht wird, weil es eben solche Schritte geht, statt mal was zu reparieren, jetzt dieses Creation Kit einzufügen. Ja, und was ist das Creation Kit? Wer das Fallout-Video gesehen hat, weiß, dass ich schon mal darüber gesprochen habe. Das Creation Kit ist im Prinzip die Methode, neue Inhalte zu generieren oder zu kriegen als Spieler überall ein Ingame-Programm. Also im Prinzip kann man sagen, es sind bezahlte Mods, so wurde es zumindest häufiger mal formuliert. Und hier sehen wir direkt den Artikel, ja, Starfields Creation Kit bringt haufenweise neue Inhalte halt zu unverschämten Preisen. Da werden zum Beispiel solche Dinge verkauft, wie zum Beispiel Quests, die dann teilweise 10 Euro kosten. Wir können zum Beispiel mal hier hinsehen, dass uns halt so eine Kopfgeldmission 700 Credits kostet, also umgerechnet 7 Euro. Oder zum Beispiel irgendwelche kosmetischen Plüschtiere, 300 Credits, also wieder diese typischen Ingame-Währungen, die halt wieder das Ganze monetarisiert etwas verschleiern sollen, 3 Euro kosten würden. Und ja, das ist halt einfach schwierig, ne, weil wir haben ein Singleplayer-Spiel, das eh schon nicht sehr gut angekommen ist und das jetzt wieder auf dieses Creation Kit setzt, was sie ja schon seit Oblivion, ja, ist ja nicht Creation Kit genannt gewesen, aber dieses bezahlte Mod-Geschichte oder bezahlte Kleinigkeiten-Geschichte haben sie halt schon seit Oblivion eingebaut und machen das jetzt schon wieder. Und es ist halt einfach nicht fair, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie hier auch gesagt wird, sehr durchwachsen ist. Für 10 Dollar bekommst du ein nicht funktionsfähiges Schiffsmodul und 5 Dollar bekommst du eine einzige kleine Quest. Also, dass man für Quests 5 Dollar bezahlt, wo man früher halt für ein DLC 10 Euro bezahlt hat, wo dann, da jetzt einfach mal Pi mal Daumen 20 Quests drin sind, ist schon ziemlich krass, wenn man halt bedenkt, dass eben das Spiel selber noch immer 70 Euro kostet. Klar, man kann es im Angebot bekommen, aber halt von einem Original-Nicht-Angebotspreis bei 70 Euro liegt. Das ist schon ziemlich krass. Und man kann halt 60 Dollar jetzt für diesen Creation Club, wie wir hier sehen können, nochmal ausgeben und da bekommt man halt echt wenig. Dass halt auch solche Dinge wie zum Beispiel diese Kopfgelder-Gilde nur als Creation Club-Teil verfügbar sind und nicht einfach mal eingepatcht worden sind. Dabei sind ja ein paar Patches rausgekommen und ich glaube auch im Juni kommt jetzt wieder ein Patch raus, wurde zumindest auf YouTube angegeben, aber dass dann nicht sowas kostenlos im
reinkommt, einfach mal ein bisschen Spiele zurückzuholen, vielleicht neue Spieler zu generieren, das kann einen einfach nur noch große Fragezeichen auf den Kopf hinterlassen. Dementsprechend sind die Reaktionen der User auch nicht gerade positiv. Wir sehen zum Beispiel hier das. Ich gebe euch ein vergleichbares Beispiel aus Skyrim, die dunkle Bruderschaft. Stellt euch vor, Bethesda würde euch eine Einführung in sie geben und dann einfach nur gegnerische Attentatsmissionen draußen in der Welt. Aber um Zugang zur Hauptquestline zu bekommen, den großen Quests in kuratierten Gebieten, müsst ihr $5 pro Mission bezahlen. Und das machen sie dann auch für die Diebesgilde. Die Gefährten, ihr werdet nicht glücklich darüber. Warum ist es also hier in Ordnung? Rechte Frage, weil wir hatten ja eben bei Skyrim und wie gesagt, das ist ja eins dieser klassischen Spiele und die auch noch immer so viel Beliebtheit haben. Ich meine, Bethesda hat ja hunderte Versionen von Skyrim rausgegeben und ich persönlich kenne schon Leute, die sich wirklich jede einzelne Version davon geholt haben. Aber offensichtlich scheint das hier nicht zu reichen. Oder man denkt sich halt, Starfield wäre ein ähnliches Produkt, das man genauso halt so drastisch monetarisieren kann. Bei Fallout 4 war das ja auch im Creation Kit so, dass ihr verschiedenste Dinge kaufen konntet, die eigentlich nichts anderes waren als Mods, die schon mal angefertigt waren und dann halt für Geld bezahlt wurden. Genauso eben bei Skyrim, jetzt nehme ich mal bei mir auf der Xbox zum Beispiel, konnte ihr das auch tun. Verschiedene Dinge kaufen, das war auch mal nett, weil die dann versichert haben, dass diese Mods halt wirklich funktionierten. Aber eben, dass die Quests, wie hier angegeben, tatsächlich außen vorlassen und dann nochmal dafür sich Geld verlangen, ist halt schon einfach eine Unverschämtheit. Und gerade bei einem Produkt, das doch recht kritisch im Gespräch ist, nicht über Skyrim, wo irgendwie alle noch immer in Liebe verfallen, wenn sie daran denken. Und da kommt eben die spezielle Komponente wieder mal hinzu, wirklich dieses Teilen. Das heißt, durch ein Update wird halt erstmal das Grundgerüst gelegt und dann muss ich aber, um wirklich Zugang zu den spannenden Sachen haben, Geld bezahlen. Ihr seht also wieder, und ich möchte das jedes Video immer wieder hervorheben, wie diese Psychologie dahinter wirkt. Wieder einmal wollen sie da den psychologischen Mechanismus ganz klar ausnutzen und ich finde das halt gerade, wenn man das Produkt so in der Kritik steht, absolut schwach und ich kann nur hoffen, dass es diesmal halt nicht so klappt, aber wir wissen ja eigentlich schon alle, warum Bethesda das konstant wieder versucht. Das Problem ist halt einfach, dass Bethesda das Ganze schon seit 2015 selbst mit Zusammenarbeit mit Steam schon rausgebracht hat, mit diesem Paid Mods halt. Dann diesen Creation Kit in Fallout 4. Creation Kit halt überall, kann man eigentlich sagen. Dann bei Skyrim diese Sonderedition, wo man halt auch die Mods kaufen konnte und so weiter und so fort. Aber irgendwo muss das ja einen Grund haben, dass sie immer wieder einen Shitstorm dafür kassieren oder immer wieder die ganzen Fans sich aufregen, dass eben diese Monetarisierung hineinkommt. Aber sie machen es ja immer wieder. Wir können natürlich erstmal über den Zustand von Bethesda an sich reden. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass der Zustand, naja, nicht mehr so rosig ist, dass die guten Zeiten lange hinter der Firma sind, leider Gottes. Also ich würde dir alles andere gönnen oder vor allem uns als Konsumenten alles andere gönnen. Aber es ist nun mal so, dass Bethesda sehr viel, naja, nicht so schöne Sachen gebaut hat, mal sagen wir es mal YouTube-konform. Und das zieht sich natürlich durch die ganze Zeit eben zurück und das hat auch viel mit diesen Creation Kits natürlich zu tun, aber auch eben mit ihrer Sturheit, nicht auf Fans zu hören, ihre gewissen, sag ich mal, technischen Fehler, die sie begehen. Und aufgefangen wird ja eigentlich dieses Spielprinzip von Skyrim, Fallout und so weiter, nur von den Mods. Und das haben die halt auch relativ schnell erschnüffelt und haben dementsprechend auch reagiert. Und reagiert heißt nicht, ich fördere die Modder wirklich mit guten Methoden, mit wirklich guten Gedanken, sondern eben dieses Upcachen dieser Mods. Und das Problem ist ja, und ich finde halt leider keine Tabelle, ich würde euch gerne einfach einen handfesten Beweis geben. Das Problem scheint doch einfach zu sein, dass sie damit doch Geld machen. Es kann doch nicht anders sein, als dass sie mit diesen Creation Kits, Creation Clubs und Paid Mods und sonst irgendwas massiv viel Geld machen. Ich weiß, dass ich irgendwas zu den Golden Horse Armor zum Beispiel gefunden habe, dass das tatsächlich sehr gut geklappt hat. In Oblivion, und das ist ja schon so viele Jahre her, da kannten wir sowas eigentlich noch gar nicht. Das heißt, das Problem liegt doch grundlegend daran, dass Bethesda es immer wieder macht und sich immer wieder ganz viele Leute aufregen und doch immer wieder ganz viele Leute diesen Schrott auch kaufen. Und wirklich auch massiven Schrott. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe zum Beispiel für Skyrim auch schon mal auf der Xbox, wie ich eben erwähnt hatte, auch schon mal Mods gekauft. Die waren dann nicht so teuer. Ich habe geguckt, dass ich natürlich ein gescheites Angebot kriege oder sonst was. Aber es sind halt auch wieder Euro, die ich da reingesteckt habe. Und wenn ihr überlegt, das machen halt Millionen in der Weise, wie ich das sage, so, ach ja, komm, machen wir ein bisschen was. Dann geben wir mal 10 Euro vielleicht aus. Das Spiel an sich war jetzt nicht mehr so teuer. Kann ich ja 10 Euro ausgeben. Dann rechnet mal eine Million mal 10. Das sind halt schon 10 Millionen Umsatz, den ihr macht, die ihr sonst natürlich nur bekommen würde, wenn das Spiel halt x-fach verkauft werden würde. Das heißt, Bethesda kann diese Methode doch nur, also außer sie sind halt wirklich komplett wahnsinnig geworden, was ich mittlerweile auch nicht mehr ausschließen kann bei den Firmen, aber nur deswegen doch durchbringen, weil es doch extrem Profit macht. Und wie gesagt, ich würde da gerne konkrete Zahlen zu finden, aber ich glaube, die sind sehr schwer, einfach auch aus irgendwelchen Tiefen herauszuholen.
holen. Es muss aber so sein, dass es entweder wieder die Wale sind, die wir ja schon häufiger jetzt erwähnt haben, oder halt einfach die Otto-Normalverbraucher, die halt sagen, ja komm, die 10 Euro mehr, wie ich es ja auch gemacht habe, die zählen ja nicht so viel. Also im Prinzip wäre hier einfach die Maßgabe, wenn wir sowas nicht mehr haben wollen, dann dürfen wir tatsächlich auch solche Sachen gar nicht mehr kaufen, um halt ein Signal zu setzen. Aber sind wir ehrlich, das ist eine utopische Vorstellung. Die meisten Leute freuen sich vielleicht sogar darüber, oder denen ist es egal, oder die haben das Geld so locker sitzen, dass selbst eine Inflation und die anderen Sachen, die es gibt, Krisen und weiß nicht was, kein Problem darstellen, um sich eben auch, keine Ahnung, was war es nochmal, kosmetische Plüschtierchen für 3 Euro zu holen. Ich denke aber, dass sich Bethesda mit diesem Spiel und diesem wenigen Hype, den es um dieses Spiel herum gibt, absolut ins Knie schießt, so wie es auch zum Beispiel ein User in dem Artikel erwähnt. Denn dieses Spiel hat nicht diesen Hype, diese Energie und diese Vitalität, wenn man es so nennen will, von Fallout 4 oder Skyrim. Und deswegen ist das eigentlich die beste Gelegenheit zu sagen, nein, das ist uns jetzt genug. Da werden wir ganz sicher nicht nochmal rein investieren, sodass sie vielleicht verstehen, wenn ich ein sehr gutes Produkt liefere, dann kann ich das machen. Und selbst dann finde ich es noch schwierig. Aber wenn ich sowas liefere wie halt Starfield und dass das auch noch nicht mal irgendwelche großen Ergänzungen bekommt, dann geht das einfach nicht. Das ist ein absolutes No-Go, also stoppt da, Bethesda. Ja, könnt ihr mal eure Meinung sagen, ob ihr das anders seht, ob ihr es genauso seht, wie ihr damit umgeht, ob ihr noch Starfield spielt überhaupt oder ob ihr schon lange gesagt habt, nee, das ist nicht ganz so meins. Wenn ihr Interesse habt, weitere Videos in solche Meinungen zu sehen, News und alle möglichen, schaut einfach mal oben in die Liste hinein oder unten in die Beschreibung, da könnt ihr alles mögliche finden. Ansonsten kommt gerne bei Twitch vorbei. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir ein Like da lassen, einen Kommentar, ein Abo. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne auch ein Dislike oder ihr könnt auch gerne meinen Kanal joinen. Bis zum nächsten Mal.